Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Live is Strange, meine lieben Freunde. Ja, wir wollen jetzt die letzten drei Hinweise verknüpfen. Und dann geht's weiter. Mal gucken, ob wir sie jetzt finden. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, wir haben ein Papier. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. So, Nathan Rott. Okay. Dann suchen wir mal. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Rott hat am 30.09. um 22 Uhr Blackwell 3 Gramm GBB, GHB, $65. Okay, also eins ist mit dabei. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Hier haben wir kein Rot. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Hier haben wir auch kein Rot. Husky. Strand, 5 Gramm Kokain plus 3 Blätter Eist. $500. Wer ist denn Husky? Das würde ich mal jetzt kurz mal gucken hier. Husky, Husky, Husky. Joseph. Okay. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Rott und Rott. GHB und was hat er das andere mal geholt? Rott. Firebutt und Speed und Kokain. $900, Alter. I'm getting a contact high just reading this. Okay, dann sollten wir es eigentlich haben. Dann gucken wir hier auf den letzten Zettel noch. Und Rott. Zwei Blätter Skido Eist. Okay, dann nehmen wir gleich mal das Blatt. Das Blatt. Und das Blatt. Und das Blatt. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Okay. So, jetzt haben wir Davids Hinweise nochmal. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? So, jetzt brauchen wir die. Why the hell are you following these people? And to where? Es steht da oben, was in Gelb sind, sind die Kennzeichen. Yep, another car David was tracking. Okay, so warte mal. Jetzt haben wir hier einen Haufen Fotos. Wir haben einen Haufen Koordinaten. Hm. Who else was David tracking here? TPF, THLK. Ja, TWN. Okay, wir brauchen jetzt Nathans Auto. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, hier haben wir Nathans Auto. Jetzt ist die Frage. Nein, das ist nicht sein Auto. Wenn er jetzt mal guckt, er hat hinten ein gelbes Licht, das ist sein Auto. Hm. Who does this car belong to? SX FTNDR SX SX. Das ist er. Okay, dann ist es die Position mit dem Foto mit dem. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay. So, dann haben wir noch ein Hinweisenpaar. Nathans Hinweise. Let's start hacking. So, Telefon. Achso, enter the PIN. Achso. Okay. So, hier haben wir 058-9988. Glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig. Ja. Nee, 3988. Das ist eine 3. Oha. Schöne Schreibweise. Hier stehen ein Haufen Zahlen drauf. Puck. USA Mobile. Simpin 111. Unbedingt ändern. Puck 37897808. 9535. Warum ist die eingekreist? Wir probieren es einfach mal.
Ja, ich würde es. Hallo? Kann man? Achso, man kann. Achso, man muss den X drücken. Okay. 9. Hätten wir auch nach oben gehen können. 3. 5. 9. 5. 3. 9. 5. 3. 5. 9. 5. 3. 9. 5. 3. 5. War doch so, oder? Ups. Bad Code. 9. 5. 3. 5 war also falsch. Dann haben wir 4, 4, 3, 6 und 5, 4, 3, 1. 4. Das ist jetzt die Frage, warum die Zettel jetzt auch damit dabei sind. Telefon 555 0198. 0198, warte mal. Nee, 005. Warum sind die mit dabei? Warum ist die mit dabei? Ah gut, okay, das ist die Puck, wenn wir jetzt noch ein paar Mal falsch einnehmen, denke ich mal. Okay, dann probieren wir jetzt einfach mal wirrlos. Ich sag mal, probieren wir nochmal die 4436. Warte mal. 542. 542. 542. Warum ist die 542 rot? Die 542 ist rot unterstrichen. Ah, 4436. 4436. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay, ist nicht so leicht. Okay. Wir haben hier eine eingekreiste Zahl. Wir haben die 542 in Rot unterstrichen. 9535. Wenn ich hier irgendwie erstmal irgendwie einen kleinen Zusammenhang nehmen würde. Irgendwie Zusammenfassung. Nathan Prescott sitzt ja vorne akademische Leistung und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten. Die Arbeit mit den Obdachlosenstiftungen von Akiba Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Ja, Handy 555, also 3x5, 1010. 3x1010. Fünf, vier, zwei. Diese rote Zahl, ne? Die stört mich so ein bisschen. 542. Hat er die Simpin geändert? Nur mal so ganz kurz so. You locked it, dumbass. Puck. Ach du grüne Neune. Den soll ich mir jetzt merken. Habe ich jetzt hier irgendwas zum Schreiben? Ich hoffe. Also einen Zettel habe ich hier. Naja, Zettel nicht ganz. Ich hoffe, ich habe jetzt diesen Stift. Warte mal, ich muss mal jetzt kurz gucken. Letztes hatten wir hier mal ihn. Ist bloß. Oh, hier steht so viel rum. Aber kein Stift, ne? Toll. Aber Wärmeleitpaste. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Warte mal, hier habe ich noch einen Korb. Ja. Okay, wenn nicht, müssen wir jetzt hier mal einen ganz kurzen Cut machen. Warte mal. Der schützt den Stift? Nee, Kleber. Oh, hier. Hauptsache Kleber, Wärmeleitpaste, alles da. Bis auf. Na ja, dann nehme ich den Edding. Ist egal. Wie ist denn dieser Pin? Moment.
3789. 3789. 89 78 08. Okay, kann das jetzt lesen? Mit dem Edding. So. Entsperren. So, haben wir 3789. 3789. So. Dann 78. Verwirrter Junge heute. 7808. So, nochmal so machen. Zack. Think. What? Look at this shit again, because you did miss something. What? 3789. 7808, oder? Ist das nicht richtig? Was? Puck. Ist doch richtig. 7889. Achso, was hab ich da jetzt einnehmen? Oh. 3789. Entschuldigt bitte. 3789 7808 7808. Okay, this is not rocket science. Write the code down or memorize it. You can do it, Max. Das ist doch Enter the Puck. Puck. 3789, ja. 3789. 7808. Okay, dann stimmt ja nicht. 3738. Ach, das ist eine. Warum halt denn eine. Achso, weil ich von hier abgeschrieben habe, so, und das ist eine 8. Alter Vater. Kinder. Schäm. 8789. 7 8 9. Oh Gott. Ja, wir müssen vom Thema ablenken. 7808. 7808. Booyah. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Ach so, wir müssen natürlich lesen. Vom 30.09.2146. Was geht? Braucht Guy. 30.09.2150. Er hat 4 Minuten feiern lassen. Ja, er zurücktritt, den Mann, was für ein Typ. Okay. 51 kam die Antwort zurück. Cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhig dich. Bring's mir. Auf den Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Wasser verkauft. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette, Fete, heute Nacht. Zu Hause. Unterwegs. Stopf die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. 22.44, 4.10. Brauchst dringend. Ich mach keine Hausbesuche, du hast ein Auto, keine Zeit, ich zahl das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse? Ich ruf dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Lass das Geld. Ach, halt das Geld bereit. Drug Dealer Drama. Alter. Bist du wach? Was willst du? Kokain, Skido, Ike? Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry, WG. Also wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja. Komm nicht. Und fick dich. Okay. God, Nathan. You're out of control. Jo, brauch Gras, etc. Sofort. Beruhig dich. Flippst du aus? Bald. Sei cool. Bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Is this from Nathan's father? That's das brutal. Brutal? Okay. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindruck
liebte mich, nichts wäre mir lieber, also als stolz auf dich zu sein zu können. Arbeite dran. Okay. So, dann haben wir nochmal. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Fotos an. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Nee. That beach is like Frank's main office. Ja, da wird er sie nicht hingebracht haben. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stocking up on gas. Why? Okay, ein Benzinvorrat. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Okay. Not much out there. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Okay, hier sind ja die Zeiten. Die Vortex-Party war am 4., wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder? War die Warte mal kurz, Papier? 4. Oktober, 20 Uhr. Okay, warte mal. 4. Oktober, 19. Okay, da kann man nicht mehr rein. Dann kann das schon mal ja nicht sein. Dann haben wir hier 21:54. Okay, das ist schon ein bisschen verdächtiger. Und um 7:04. Okay. Moment. 5.10.2019. Okay, das ist ein bisschen sehr spät. Das ist ein bisschen. Ja, ist hier eine Tanke. Wo soll er sie da hingebracht haben? Okay, was haben wir hier? 2.7.10.10.10. 10.3. 9.3. 10.10.10.10. Okay. Hier haben wir den 9. Dann haben wir hier den 30.9. Den 3.10. und guck mal, 22:56. Also wird es wahrscheinlich hier sein. Dann haben wir die folgenden Papiere. 30.9. 4.10.17.40. Okay, hier vielleicht eventuell. 7.10. 7.10. 4.10. 23 Uhr. Nirgendwo. Hier haben wir. Genau, so. Dann haben wir hier oben noch folgende Papiere. Ich rufe dich an wegen der Wegbeschreibung. Bleib weg, die Bullen. Wo ist dieses Stück? Ich mache keine Hausbesuche. Auf dem Weg. Wegbeschreibung. Okay, ja, Mann. Zack. Zack. Und zack. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir.
Okay, wir haben ihren Aufenthaltsort gefunden. Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Okay, meine lieben Freunde. Oder gucken wir nach. Wir gucken uns jetzt natürlich erstmal mal ganz kurz um. Hmm. These are thick tracks and definitely fresh. Okay. Nathan's SUV. Warren schreibt gerade. Danke. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So wird so viel zu den Affen rauslassen. Er hatte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon einer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke. Aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme, wo ich gerade dabei bin. Ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool. Jetzt muss ich mich beruhigen. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ja. Eine alte Scheune braucht eben, ja, mehr oder weniger nicht so gerade wirklich Strom. Es sei denn, es wird irgendwas verheimlicht. Warum bleibt sie eigentlich immer da stehen? Sie kann doch auch hier ein bisschen mit rumlaufen und ein bisschen mit uns suchen, oder? God damn it, open! Ach, diese Faule. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Okay, da ist noch ein bisschen abgedeckt. Das sollte man vielleicht mal ein bisschen reparieren, Freunde. Okay, und hier haben wir ein Blech. Und natürlich gehen wir noch rein. I found the front door. Come on. Boom. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No. Look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. This tractor has paid its dues. Ja, jeder muss auch mal in Rente gehen, ne? Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. What? Da ist ein Blech unter. Okay, ist ein Blech. Interessant. Bevor wir uns das angucken, müssen wir uns das mal, gucken wir uns das mal woanders um. Das ist Blech. Heugabel. If a zombie shows up, I have my weapon. Okay, eigentlich will ich jetzt schon haken. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Warte. Was?
Hier hoch. Okay. Ansonsten geht's hier noch irgendwie weiter. Man da hoch eventuell. Aber warum sollte man denn hoch, oder? Aber man will ja auch immer wissen, was da oben so ist. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal hier den Boden an. Das war die kleine Fläche. Was ist das? Ah, wo es ein Blech war. Ja. Was haben wir hier? Nothing here. Nichts hier. Da ist noch was im Boden. Just rotting wood. Nur faules Holz. Gucken wir uns mal ein bisschen besser auf den Boden jetzt um. Wir laufen hier mal so ein bisschen lang. Hier. Hat sich aber anders angehört. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein bisschen was anderes. Wow. Oh, oh. What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Okay, meine lieben okay, Freunde. Chloe, I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Okay, meine lieben Freunde. Jetzt verabschieden wir uns aus der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder wo auch immer. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Dr. Psych. Bis dahin. Ciao. I should go upstairs and get Chloe to help me.